Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Resident Evil Revelation. Ja, in der letzten Folge haben wir Episode 1 erfolgreich beendet. Und ich würde sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig starte. Ne? Also ich hätte wahrscheinlich auch später starten können, aber ich dachte mir so, Safety first, bevor ich irgendwas wegcutte aus Versehen, mache ich mal aus diesem Menü hier. Deswegen nochmal hallo hier. Und ich würde sagen, wir fahren direkt vor. Hier Kampagne, ne? Spiel laden, Spiel fortsetzen. Spiel fortsetzen wird schon passen, wird schon richtig sein. So, ne? Hoffe ich. Oh, interessant. Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Die Queen Zenobia. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Ich glaube eine Waffe. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Chris! Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass sie die Wahrheit erfahren. Resident Evil Revelations. Ich bin gespannt. Episode 2. Doppeltes Mysterium. Ja, da bin ich jetzt mal echt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden hat das Spiel. Ich glaube 14. Also wir haben noch einiges vor uns. Ach ja. Aber ich und meine Nerven, wir werden hier nun meine Grenzen gebracht. Ich sehe es kommen. Das Ganze wird nicht gut enden. Weder für mich, noch für euch, noch für irgendwen hier. Ach ja, wird interessant. Mit Q und E wechseln Sie Waffen. Vielen Dank. Langsamer, Chris. Wir sind fast da, Jessica. Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Na, super. Immer noch kein Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen? Hast du Angst um meiner Schrotflinte? Wer hätte das gedacht? Wie war das jetzt mit C, ne? Yep, mit C. Ich scanne mal die Umgebung. Nix. Okay. Nach da oben. Meine ich. Wir spielen jetzt Chris und Jessica. Interesting hier. Was? Wo? Das Flugzeug! Oh Gott, es ist abgestürzt! Wow, was für ein... Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Absturzstelle aufsuchen. Ja, mache ich gerne. Aber was eine Feststellung. Nein, es ist abgestürzt. Sag an. Sherlock am Start hier. Sag an, ey. Jessica, du bist echt eine Leuchte. Das ist genauso wie Jill. Das ist nicht gut. Ja, das werden wir gleich sehen, aber ich... Sieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. Ja, genau. Wait. Hier war hier nicht gerade was? Nee, war nichts. Aber locker erwartet mich hier gleich was, deswegen... Was zum... was auch immer das gewesen ist, ein Mensch... Was haben die bloß transportiert? Ein Mensch war es nicht, so. Guck mal da. Ein Objekt. Okay, das gönne ich mir natürlich. Hallo. So. Pistolenmuni. Sehr schön. Da vorne liegt ein Dokument, das kralle ich mir auch direkt. Ja. Zum Einsatz des neuen Prototyps.
Im Rahmen dieser Mission wird ein neuer Prototyp eingeführt. Alle Teilnehmer der Mission sind angewiesen, extreme Vorsicht walten zu lassen. Erstens, beim Umgang mit diesem speziellen Prototypen müssen alle Anweisungen mit großer Sorgfalt Folge geleistet werden. Zweitens, folgen Sie bei einem Notfall den Richtlinien im Handbuch für Gefahren und Notfälle. Drittens, sobald die Fähigkeiten des Prototyps aktiviert wurden, können sie nicht mehr gesteuert werden. Das verschriebene Betäubungsmittel muss beim Transport stündlich verabreicht werden. Viertens, obwohl der Spezialprototyp in der Theorie gesteuert werden kann, ist sein Verhalten unter reellen Bedingungen nicht präzise berechenbar. Kontaktieren Sie bitte die Basis über die Standleitung, sollte es nicht mehr kontrollierbar sein. Okay. Ach ja. Okay, hier haben wir erstmal nichts. Aber die haben scheinbar irgendeinen Biest mitgeschleppt, was das Ganze zum Abstürzen gebracht hat. Ist natürlich von Vorteil. Nicht. Jessica, willst du nicht vorlaufen? Warum muss ich immer die Scheißarbeit tun? F, ja. Ohne Schlüssel kommen wir nicht weiter. Ja, das ist schön und gut, kann ja auch sein. Hallo? Könnte von Veltro gewesen sein. Ich versuche es mal mit Genesis. Ja. Das können wir sehr gerne tun. Ein Objekt. Das nehmen wir direkt. Flugplan aufgenommen. Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Baikoin-Mackie-Flughafen. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir durch diese Mine. Ach komm. Ohne Schlüssel kommen wir nicht weiter. Ja, schön und gut. Aber hier gibt es nichts mehr herauszufinden. Wir sollten weitergehen. Die Kontrollinstrumente sind durchgebrannt. Okay, alles klar. Wie konnte man... Ach so. Ja. So, und so. Jessica? Ach so, du willst gar nicht mitkommen, ne? Warte mal. Oh, ach so, okay, Pistole, Schrotflinte, Pistole. Wir nehmen erstmal die Pistole. Jessica, ich brauche Hilfe. Warte, ich bin gleich da. Ja, bitte ein bisschen Beeilung. Wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit. Schön, jetzt sind wir eingesperrt. Mit 1, 2, 3, 4 konnte ich nicht lesen. Durch die Mine gehen. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Och, nö, come on. Hast du das gehört? Ja, hab ich. Ach, komm. Ey! Du Scheißdingen. Sie sind infiziert. Vorsicht, Jessica. Hallo. Scheinbar. Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Veltro von den Toten auferstanden. Ja. Und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Wie konnte ich jetzt nochmal einen... Sorry. Steuerung. Kraut. Maus- und Tastatureinstellungen. Sorry. Vorwärtslaufen. Schnelles Umdrehen. Achso. Waffen vorbereiten. Ziel nachladen. Hilfs. Genesis ausrüsten. Kraut verwenden ist Tab. Okay. Sorry, Leute, dafür, aber ich musste einmal. Okay, gut. Ich musste einmal kurz gucken, weil ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich was mache.
Und wie ihr seht, ich bin auf jeden Fall ziemlich schlecht. Was das auf jeden Fall ja auch angeht mit Schießen und Ausweichen und so. Also so gut bin ich da jetzt auch nicht. 6 Schuss. Oh Gott, wo muss ich denn durch? Also einen Augenblick. Also hier, das mache ich jetzt mal kaputt. Weil das brauche ich nämlich. Glaube, ich nehme dann doch lieber die Pistole. Was passiert, wenn ich hier langlaufe? Sind auch böse Wolfies? Ach, come on! Ich hoffe jetzt einfach mal... Ich laufe da mal ganz schnell. Oh! Nee, 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 nee. Komm. Ich brauche euch hier nicht nochmal. Komm, einmal hat gereicht. Da hinten lebst aber nicht mehr, ne? Ah, ich hasse meinen Entdeckerdrang. Ich muss nochmal hier lang laufen. Wenn ich mir so recht überlege, muss ich doch nicht. Nee, 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 das ist mir dann doch ein bisschen zu risky. Hallo? Meins, meins. Was ist das? BOW-Falle. Eine granatenähnliche Hilfswaffe. Sobald sie den Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, der Feinde in der Umgebung anlockt. Die Granate explodiert und zerstört alles in ihrer Umgebung bei Kontakt, korrekten Einsatz höchst effektiv. Ist das jetzt gut? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt gut heißen soll. Ach komm. Wie viel von diesen scheiß Hunden kommen jetzt? Wie setze ich das überhaupt ein? Wie setzt man denn so eine Granate überhaupt ein? Einen Augenblick. Er ist nachladen. Wo war mein Menü? Nee, also das war es ja nicht. Ach komm. Kommt her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No, 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 no. Au. Wo ist denn der dreckige Kackhund? Ey, komm, das ist jetzt voll nicht fair. Geh mal weg. Oh, fuck my life. Ernsthaft? Oh mein Gott. Ach, komm. Ey, jetzt komm. Komm jetzt. Hallo. Komm jetzt, du. Jetzt komm, ist jetzt genug. Ist genug, ist genug. Komm jetzt. Jetzt reicht's auch langsam. Danke, Jessica. Ey, die ist mal... Das ist mal ein guter Computer. Ey, hör mal. Die macht ja sogar ihren Job richtig gut. Also, die macht ja auch wirklich was. Ich hätte jetzt die Bombe einsetzen müssen, ne? Aber, ich so, nö. Ich kehre das mal jetzt. Also, I don't care, ne? Also, wegen kehre ich, also... egal, ihr müsst mein Broken English nicht verstehen. Das, ja. Ich sollte mir das abgewöhnen, weil das eben meine Freunde alle irgendwie voll schon gewöhnt sind und so. Deswegen, sorry dafür. ich gönne mir noch ein Kraut. Und ich habe kein Kraut mehr. Das war dumm. Das war alles andere als intelligent. Guck mal, da ist was. Guck mal, gut. Guck mal, ist sehr gut. Da ist noch was. Wir machen hier erstmal hier, ne? So, okay. Wir haben hier eine BOW, BOW-Falle. Hoch.
Pistolen. Hallo? Ich habe doch mal für Pistolenmunition und die ist voll. Ich möchte es. Was? War was? Konzentrier dich. Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja. Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du? Ach, naja. Es war nur so eine Frage. Hm. Interesting, interesting, ne? Sorry, ich muss noch mal kurz gucken. So, Tastatureinstellungen. Ich muss noch mal gucken. Schnell laufen. Kamera, ja. Waffe vor, ja. Aktion F. Waffenverknüpfung 1, Waffenverknüpfung 2, Waffenverknüpfung 3. Was? WoW-Falle. Mit 3. Achso, okay. Ah, okay, ja dann. Okay, dann ist das ja hier gar kein Problem. Ja. Mit 3, das habe ich auf meiner Maus. Also ich habe die Zahlen von 1 bis 12 auf meiner Maus drauf. Deswegen so wirklich ein Problem ist das jetzt nicht. Ob ich hier was drin finde. Tatsächlich. Handabdruck gefunden. So, okay. Wehe, jetzt kommen hier noch mehr von diesen geistig gestörten Hunden. Kommen sie ja eh. Oh, doch nicht. Oh, hallo. Guck mal, wie viel hier ist. Und ich kann die Hälfte gar nicht mitnehmen. Oh, ein Kraut, sehr gut. Habe ich nämlich gar nicht mehr. Pistolenmunition, ist dein Ernst? Aber denken die, ich baller hier nur mit einer Pistole durch in der Gegend herum, oder was? Warte doch mal auf mich. Das war ja irgendwie klar. Jessica. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au. Au. Oh mein Gott. Was? Keine Muni oder was? Hallo? Oh mein Gott! Hallo. Oh Gott! Die Munition reicht nicht. Gibt's keine Kinder mehr? Okay, mein Gott. Hallo. Oh mein Gott, verdammte Scheiße. Mein süßer Hintern ist unterwegs. Hat sie gerade gesagt, ihr süßer Hintern ist unterwegs? Oh mein Gott! Oh mein... Hallo, das ist doch voll unmöglich hier! Hör auf, nach Hilfe zu rufen! Oh mein Gott! Wie soll ich denn das überleben? Hallo? Hörst du auf damit? Oh mein Gott, Jessica! Helfen Sie mir! Die rufen immer und immer mehr. Hallo, ja, help me! Nein! Danke. Alles okay. Dein Ernst? Leid, wenn ich nerve, aber was ist denn? Vertraust du mir genauso wie Jill? Hör zu, ich vertraue euch beiden, okay? Außerdem. Man gewinnt Vertrauen durch Taten, nicht durch Worte. Das ist wieder typisch, Chris. Es geht immer nur um den Job, nicht wahr? Jetzt dein Ernst? Sie ist nur hier runtergekommen, damit du... Sie hat dich einfach nur hochgehoben? Ich komme gerade nicht auf... Ich komme darauf gerade irgendwie nicht klar. Und vor allem, ich bin auch voll mit meiner Heilung am Arsch. Hier ist gar nichts, ne? Hallo, Jessica. So, aber an dieser Stelle würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play, ja, Resident Evil Revelations. Bis dann, einen schönen Tag und tschüss.